lang gerechtfertigt. Jetzt die Chance über Gary Rodriguez. Gelegenheit ist gut. Und das Tor. Die 1:0 Führung für PAOK. Robert Mack. Besonders anzusehen. Hier. Ganz wichtig der Antritt von Gary Rodriguez. Mit Auge für Robert Mack. Der dann dem Ball entgegengeht. Die Schritte macht. Und den Ball kontrolliert. Schusschance könnte sich aus der zweiten Reihe ergeben. Sabo. Und nochmal. Die Flanke kommt rein, die ist gut und der Ball im Tor. Der Treffer steht. 2:1, PAOK geht erneut in Führung.